Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute habe ich ein ganz bestimmtes Thema für euch, und zwar der gemeinsame Spaziergang. Wie kann ich den Spaziergang gestalten, dass es meinem Hund nicht langweilig wird? Ich bin gerade hier mitten im Wald auf einem Spaziergang. Und ich habe gerade eine Pause gemacht. Und wisst ihr, mit wem ich unterwegs bin? Alleine. Ja gut, jetzt gerade ist mein Kameramann, der Paul, mit dabei und filmt mich. Aber auch sonst gehe ich gerne alleine in die Natur. Klingt verrückt, ne? Jetzt fragen sich viele bestimmt, warum nimmst du denn keinen Hund mit? Weil das Alleine sein ein ganz wichtiger Bestandteil für das Glücklichsein ist. Indem man sich nicht ablenkt mit irgendwelchen Menschen, mit dem Handy, mit dem Hund, mit Fotos machen, mit irgendwas, ist man nur bei sich. Ja, der Paul, mein Kameramann, hat mir vor kurzem noch erzählt, dass er ja wieder im Wald war und hat dort übernachtet. Mitten im Wald, im Winter, im Schnee, im Zelt. Cool, oder? Sowas sollten wir Menschen viel, viel häufiger machen. Wir haben uns ein Stück weit in dieser zivilisierten Welt, in dieser medialen Welt verloren. Viele wissen gar nicht mehr, was das überhaupt für ein Baum ist, wo ich hier sitze. Die würden sagen, ja, ist ein Baum. Um gemeinsam mit seinem Hund in der Natur Abenteuer zu erleben, darf ich auch mit mir alleine Abenteuer erleben. Denn wenn ich jetzt einen Hund bei mir habe, dann bin ich ja wieder mit meinem Hund verbunden. Ist ja grundsätzlich nichts gegen einzuwenden. Aber kannst du gut alleine sein? Oder bist du dann sofort einsam? Genießt du die Zeit mit dir? Ich habe ganz viele Jahre Schwierigkeiten gehabt, in meinem Leben alleine mit mir zu sein. Aus diesem Alleine-Sein wurde ganz schnell Einsamkeit. Und ich brauchte immer Beschäftigungsmöglichkeiten. Irgendwann lernte ich aber auch, mit mir alleine glücklich zu sein. Und in der Natur finde ich ohnehin immer mein Glücklichsein. Stundenlang irgendwo zu sitzen und den Vögeln zu lauschen, sich ja einfach mal der Natur hinzugeben, mal das Rauschen des Windes in den Blättern, in den Bäumen zu spüren und zu hören. Das machen die meisten Menschen nicht mehr. Viele sind sogar damit beschäftigt, mit ihrem Hund und mit dem Handy am Ohr unterwegs zu sein. Die sind nicht mehr im Einklang mit sich und mit der Natur. Sie sind einfach nur noch on. Sie sind die ganze Zeit im Bereitschaftsmodus. Wie ein Arzt. Aber viele Menschen machen sich diesen Stress selber. Und ich bin reflektierend oder selbstreflektierend genug, um zu sagen, hey, das passiert mir auch. Auch ich darf immer wieder auf mich aufpassen. Ich darf immer wieder schauen, jetzt ist aber mal genug. Egal mit welchen Sachen. Egal, ob wir zu viel arbeiten, ob wir zu viel Beziehung führen, ob wir zu viel essen, ob wir zu viel arbeiten. All diese Dinge machen uns auf Dauer krank. Wenn wir zu wenig mit uns alleine unterwegs sind, dann vermissen wir jemanden. Uns selbst. Wir verlaufen uns dann irgendwann und finden uns nicht mehr wieder und erwarten dann, dass andere Menschen uns glücklich machen. Aber was hat das mit einem abenteuerlichen oder harmonischen Spaziergang mit seinem Hund zu tun? Ganz viel. Ich wünsche mir, dass du mal mit dir alleine spazieren gehst. Egal, ob du in den Wald gehst, ob du durch die Felder läufst, ob du im Regen spazieren gehst oder so wie ich jetzt hier in der Sonne sitzt. Einfach mal sitzen, nichts machen. Kein Handy, alles aus, kein Hund, nur du
und die Natur. Erst wenn du dich wieder ein Stück weit auch wirklich auf die Natur einlässt und dich mit ihr verbindest, kannst du auch mit deinem Hund gemeinsame, entspannte und auch spannende Abenteuer erleben. Mach einfach zwischendurch mal ein paar Pausen. Gönne dir die Momente mit dir selbst. Und dein Hund wird spüren, dass du viel geerdeter bist. Er wird spüren, dass du dich in der Natur auskennst. Er wird spüren, dass du nicht die ganze Zeit nur mal schnell irgendwie eine Runde spazieren gehst. Hauptsache, der Hund löst sich. Du hast noch 5 E-Mails beantwortet und noch 2 Telefonate geführt und dann gehst du wieder nach Hause. Nein, bitte, bitte lass es. Es ist nicht gut für eure Mensch-Hund-Beziehung. Du kannst wirklich nur Entspannung bekommen, wenn du dich wirklich entspannst. Genau wie ich es gerade tue. Und ich hoffe, ich kann bei dir etwas bewirken. Und ich hoffe, du kannst dir davon so ein Stück weit mitnehmen. Wenn du mit deinem Hund in der Natur unterwegs bist, kannst du wundervolle Dinge erleben. Ihr könnt gemeinsame Sachen entdecken, du kannst Dinge verstecken und der Hund sucht sie, du kannst dich selber verstecken, ihr könnt gemeinsam auf einer Wiese liegen, ihr könnt miteinander schmusen, ihr könnt auch mal nachlaufen spielen. Es gibt so viele Möglichkeiten, mit seinem Hund glücklich zu sein. Aber eine davon ist, mit sich selber glücklich zu sein. Und dann gibst du das Gefühl vor, welches dann auch in eurer Beziehung beheimatet ist. Sprich, ihr habt dann als Mensch und Hund die Möglichkeit, euch im Ursprung der Natur, und das dürfen wir immer bedenken, ne? Viele vergessen das. Wir kommen nicht aus dem Asphalt. Wir kommen aus der Natur. Alles kommt aus der Natur. Und wohin gehen wir irgendwann wieder zurück? In die Natur. Wenn wir uns also vertrauter machen mit den Elementen der Natur, dann werden wir wieder ruhiger, ausgeglichener. Und wir können auch besser mit Ruhe umgehen. Wisst ihr eigentlich, dass wir die ganze Zeit immer nur mit Geräuschkulisse umgeben sind? Entweder bimmelt das Handy oder man sitzt irgendwo im Auto und hört Musik oder man ist zu Hause und unentwegt redet der Partner auf einen ein, vielleicht bellt der Hund die ganze Zeit rum, vielleicht hängt der Nachbar gerade draußen im Garten und sägt irgendwas. Aber irgendwas ist immer in unseren Ohren, sprich in unseren Köpfen und wir kommen kaum noch zur Ruhe. Das spüren auch unsere Hunde. Die merken diese Unruhe in uns. Und Hunde brauchen, wenn wir mit ihnen zusammenleben, einen Menschen, der ausgeglichen ist. Ihr könnt nicht mit eurem Hund zum Hundetraining gehen und sagen, ich möchte nur den Hund trainieren und Hauptsache, der funktioniert jetzt wieder, weil ich möchte mit dem vernünftig spazieren gehen können, wenn ihr nicht ausgeglichen seid. Fragen wir doch einfach mal einen Hund, vielleicht würde der ja auch sagen, ja, also mein Frauchen, mein Herrchen, das ist eine Katastrophe. Also der geht nur mit mir oder die gehen nur mit mir spazieren, weil sie mit mir raus müssen. Aber so wirklich gemeinsam sind wir gar nicht unterwegs. Macht euren gemeinsamen Spaziergang wieder zum Abenteuer, aber auch zum Abenteuer der Erholung. Also es gibt so viele Möglichkeiten, mit eurem Hund da draußen unterwegs zu sein. Ihr könnt Mantrailing machen, ihr könnt mit ihm Fahrrad fahren, ihr könnt mit ihm ganz viel Bewegung machen, ihr könnt aber auch ganz viel Ruhe einbauen. Und das finde ich so wichtig, dass man eine gesunde Balance herstellt. Das ist irgendwie alles so extrem geworden in der heutigen Zeit. Ne? Alle sind irgendwie so schnell unterwegs. Viele Leute laufen einfach nur noch mit ihrem Hund um den Block. Der soll mal schnell pinkeln und sein großes Geschäft erledigen und dann geht man wieder nach Hause. Ich kenne Leute, die haben hier ein Handy, hier die Kippe und am besten noch so irgendwie einen Kinderwagen und dann gehen die mit dem Hund spazieren. Die gehen gar nicht mit dem Hund spazieren. Die gehen einfach nur mal schnell, weil sie wissen, der Hund muss raus. Das hat nichts mit einer gemeinsamen mit einer gemeinsamen schönen Zeit zu tun. Das ist einfach nur Abfrühstücken.
Und auch die Leute, die ganze Zeit immer nur den Ball schmeißen beim Spazierengehen. Und immer nur mit so einer Ballschleuder. Den ganzen Tag, wenn die spazieren gehen, immer nur Bällchen, 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 Bällchen. Der Hund ist zum Balljunkie geworden. Er nimmt seine Umgebung gar nicht mehr wahr. Da nehme ich mir ein Beispiel an den Besitzerhunden aus Portugal, Italien oder Spanien oder auch auf den Kanaren, wo ich war, wo ich sie beobachten durfte und immer wieder beobachte. Diese Hunde haben noch ganz hündisches Verhalten. Die laufen da nicht den ganzen Tag rum und spielen irgendwie mit Dummy oder mit Bällchen oder mit Stöckchen oder mit... Das kann man machen, das ist auch super wichtig, das ist total schön. Das ist enorm wichtig für die Mensch-Hund-Beziehung, dass man gemeinsame Dinge erlebt. Aber euer Hund ist auch ein Hund und der würde auch gerne einfach nur mal Hund sein. Deshalb schaut mal an ihm hoch, denn er ist ein wichtiger Lehrer. Und ihr seid als Schüler in der Natur unterwegs, so wie ich jetzt gerade. Jetzt kann gerade nichts passieren. Weil ich sitze hier im jetzigen Augenblick. Mehr ist da nicht. Wenn ich jetzt anfange, darüber nachzudenken, warum ich meinen Hund nicht dabei habe oder meine Hunde oder dass ich noch E-Mails beantworten muss oder dass man gleich noch einkaufen gehen muss, all diese Dinge bringen dich weg vom jetzigen Augenblick und du bist nicht harmonisch unterwegs. Gut. Geht in die Natur. Alleine und mit eurem Hund. Bewegt euch schnell und macht Pausen. Trommelt euch mal auf die Brust. Schreit mal in den Wald hinein. Wenn ihr Bock habt, laut zu lachen, lacht einfach laut. Wenn ihr Lust habt, euch mit eurem Hund über eine Wiese zu wälzen, dann wälzt euch. Wenn ihr Lust habt, im Regen in eine Pfütze reinzuspringen, macht's. Lebt einfach euer Leben. Seid wieder authentischer. Legt mal die Maskeraden weg, die Kostüme für diese Gesellschaft. Viele Menschen sind so für andere Menschen und dadurch verlieren wir den Bezug zu uns selbst. In der Natur können wir immer wieder zu uns selber zurückfinden. Unser Hund ist ein Lehrmeister in der Natur, denn er hat hervorragende Sinnesorgane. Ihr könntet ihm folgen, wenn ihr euch verlaufen habt. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Und ihr wisst jetzt, dass wenn ihr mit eurem Hund einen spannenden und harmonischen Spaziergang erleben wollt, dass ihr erstmal mit euch wieder in die Harmonie gehen dürft. Wechselt euch ab mit Schnelligkeit und der Langsamkeit. Unternehmt viel und macht Pausen. Lacht, weint, schreit, lebt euer Leben. Es ist eures und ihr dürft entscheiden, wie ihr es lebt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Geht in die Natur und genießt es. Bis dahin.